Hallo bei Swissmade. Der Dokumentarfilm «Hidden Heart» läuft ab morgen in den Schweizer Kinos. Er handelt von der ersten Herztransplantation der Welt, die in den 60er Jahren in Kapstadt stattgefunden hat. Heute wirft die Erfolgsstory mehr Fragen auf denn je. Mehr dazu erfahrt ihr nach den News von der Schweizer Filmszene. Die Schweiz ist dieses Jahr mit zwei Co-Produktionen am 61. Filmfestival in Cannes vertreten. Es findet vom 14. bis zum 25. Mai 2008 statt. Wir sind in der Sektion Un certain regard vertreten. Einerseits haben Thelma Film als Co-Produzent an Salt of the Sea mitgewirkt. Der Film ist eine Co-Produktion zwischen Frankreich, Belgien, Spanien und der Schweiz. Andererseits hat Koba Film den Film Tulpan des kasachischen Regisseurs Sergei Dvortsovoy co-produziert. Tulpan ist eine deutsch-schweizerisch-russische Koproduktion und ist ebenfalls im offiziellen Programm des Filmfestivals aufgenommen worden. Hollywood-Produzent Fred Caruso will an den Originalschauplätzen in der Zentralschweiz die Abenteuer des Wilhelm Tell drehen. Mit dabei ist die in der Schweiz aufgewachsene Enkelin von Charlie Chaplin, Kira, die als Tells Ehefrau zu sehen sein wird. Kira Chaplin spielte in Filmen wie The Importance of Being Earnest oder Japan. Regie soll Ian Quinn führen. Die Vorarbeiten zum Film sollen bereits diesen September in Luzern beginnen. Drehstart ist voraussichtlich im März 2009 an den Originalschauplätzen. Die Uraufführung ist für 2010 in Luzern geplant. Am 56. Trento Filmfestival, welches vom 22. April bis zum 4. Mai im italienischen Südtirol stattfand, sind gleich zwei Schweizer Filme ausgezeichnet worden. Der Dokumentarfilm Heimatklänge von Stefan Schwietert hat den Goldenen Enzian gewonnen, während der Kurzfilm Il Neige a Marrakesch von Hiram Al-Hayat den Silbernen Enzian für den besten Kurzfilm erhielt. Der Dokumentarfilm Heimatklänge, der das Universum der Stimmen von drei außergewöhnlichen Schweizer Künstlern erforscht, setzte sich gegen 33 Filme durch und gewinnt damit seine 6. Auszeichnung. Der Schweizer Filmemacher Werner Schweizer stellt im Dokumentarfilm «Hidden Heart» die Erfolgsgeschichte der ersten Herztransplantation der Welt infrage. Ist das Gelingen von dem medizinischen Wunder wirklich einzig und allein der Verdienst von Christian Barnard? Oder ist sein Gehilfe, der Hamilton Naki, nicht doch mehr involviert gewesen? Mehr dazu erfahrt ihr jetzt. Dezember 1967. Eine Nacht, die die Welt veränderte. Dem Südafrikaner Christian Barnard war es als erstem Chirurgen gelungen, eine Herztransplantation erfolgreich durchzuführen. Barnard erntete Ruhm und Glamour und wurde ein weltweiter Medienstar. Doch eines der wichtigsten Teammitglieder blieb im Dunkeln, der schwarze Südafrikaner Hamilton Naki. The Nationalist Party got into power in 1948. The apartheid wasn't born after 1948. It was there long before 1948. It was called racial discrimination then. Der Schweizer Dokumentarfilmer Werner Schweizer und die Zürcher Journalistin Christina Karrer haben sich 40 Jahre danach auf Spurensuche begeben. Chris grew up in Beaufort West. Now that is a very Afrikaans community. It's in the Karoo. His father was a minister in the church and he preached to the coloureds and the blacks. Chris used to pump the organ, for his mother was the organist and his father was the preacher. One day in my office, there was a knock on the door, and there was a guy there. He said, do you know there's a black guy? He was around that time, and he was very closely involved in the first heart transplant. That's when I discovered that Hamilton was
retired and living on a pension of a gardener. Are we talking about the first actual human transplant? Did you physically remove the heart from the first donor? Look, I remove it. Only because the law of this country, I was not allowed to doing myself. And now I was so happy because now the truth is out. War es in Wahrheit Hamilton Nake, der trotz Apartheid die Herztransplantation durchgeführt hatte, oder doch Bernard, der schon früh an Arthritis litt und deshalb 1983 das Operieren aufgeben musste? I can't recall him being there, but then there might have been, but I don't think he was there, no. Because, you know, he didn't have a telephone. He lived in what they called a location, and they didn't have telephones, so there wouldn't have been a way to summons him. Chris said blatantly on camera that Hamilton most probably was a better surgeon than him. Not a better doctor, a better surgeon. He was a very capable young man, and I gave him to do more and more and more, and eventually he could do a heart transplant, sometimes better than the junior doctors who came there. And he eventually moved away from me and went into the laboratory where they did liver transplants. Now, a liver transplant really is a very difficult surgical procedure. And he learned this too, in that today he can do heart transplant and he can do liver transplant. I can't do liver transplant, but he can. Werner Schweitzer und Christina Karrer haben sich 40 Jahre danach auf die Suche nach Spuren gemacht, Zeitzeugen befragt und Archivaufnahmen ausgegraben. Das sind zwei Sachen. Also erstens, über Barnard gibt es natürlich viel, wahnsinnig viel Archivmaterial. Und über Hamilton Naki gibt es nichts. Ausser im Alter ein paar Aufnahmen und ein paar Fotos. Also wir haben von Anfang an gewusst, wenn wir ein bisschen die Parallelität von diesen Biografien zeigen wollen, müssen wir ein bisschen etwas inszenieren. Vor allem. He had a difficult childhood in that the Afrikaner white kids called him a kafferbutti, which means a brother of the black man. He didn't really like it. He was not very comfortable. He used to come home crying. And his mother told him, look, my boy, one thing that you must do, and that is when you run a race, you must always be first. Whatever you do, you must always be first. Wir haben einen Monat gedreht insgesamt, also Interviews gemacht. Wir sind in die Städte, wir mussten lange Reisen machen. Also es waren relativ strenge Drehtage. Und dann haben wir das so aufgeteilt zwischen Tina und mir. Sie hat mir die Interviews gemacht, weil sie lebt ja auch in Südafrika. Sie hat die ganzen Vorrecherchen gemacht. Und ich habe dann die Inszenierungen, die Regie gemacht von diesen Inszenierungen. Wir waren zwar immer zusammen, wir hatten immer zwei Regiestühle, aber sie konnte sich dann einmal dort ein zurücklehnen. Und ich bin bei den Interviews in die zweite Reihe gesessen. Ein klassischer Dokumentarfilm. Er propagiert aber keine neuen Helden, so etwa den verkannten schwarzen Mann im Schatten. Er rückt aber den Transplantationsstar Bernard in ein nüchternes Licht. Vielmehr wird ein dunkles Medienkapitel geröntgt und mit viel krimiartiger Zuspitzung ein ungelöstes Rätsel der modernen Chirurgie rekonstruiert, das mit all den Fragen und Widersprüchen das Zuschauerherz höher schlagen lässt. Das war es von Swissmade. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Tschüss zusammen. Was? Oh, habe ich wieder Bernard gesagt? Die Hunde haben mich wieder rausgebracht. Hey, die Hunde haben mich wieder rausgebracht. Können wir die abstellen? Das war es von Swissmade in der Nähe von der Kläranlage Zürich. Wirst du sicher an, wenn ich so schaukel, oder Gott? Im Mittelpunkt stehen Gospel und die Rasse. Oh, Scheiße. Die Rasse kommt nicht.